Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xeno Saga Episode 1 der Welle zur Macht. Dadurch, dass Junior in letzter Zeit sehr wenig Airtime hatte, wird er jetzt die Gruppe anführen und wir werden uns auf die Reise machen. Wir haben ja festgestellt, Proto Merkaba, dieser Ort ist nicht gut und wir haben von Dr. Yuri Mizrahi quasi die Aufgabe bekommen, diesen niederzumetzeln bzw. zu vernichten. Das Gute ist, eine gute Nachricht vorweg. Ich scheine wieder völlig gesund zu sein. Ich habe kaum noch Hustenanfälle. Mein Hals ist ziemlich frei. Ich kann sogar meine Stimme wieder verstellen. Ja, ist halt nicht schön. Und wir fliegen mal zu Proto Merkaba. Tony, wir starten die Elsa. Beeil dich. Sorry. I didn't mean for you to get pulled into my personal issues. Don't worry about it. After all, my homeland is in peril, and we've received company approval. So it's okay, right, Alan? Oh, sure. Why would I want to miss out on the fun? Besides, it's not like you ever listen to me. What was that? If you've got something to say, say it. No, nothing. I'd accompany you to the very depths of hell. Hey, what are you trying to do? Jinx us? So, getting in won't be difficult, right? Right. There should be no external anti-air defenses, since it was originally constructed as a manufacturing facility. However, security on the inside is most likely still functional. We should be prepared to deal with many active guard machines. Mary, what about the reinforcements from 2nd Militia? The spacebound units were destroyed in the first blast. It looks like there's a few more on their way, but they won't get here in time. In other words, it's up to us. Looks like it. Guinan, I'm counting on you to cover us until we get inside. I have a request of my own as well. Don't let his provocations get to you again. All right? Yeah. I'll be careful. You don't have to worry. I'll take that as a promise. Now don't do anything foolish, little master! ECM levels at maximum. Elsa, you have clearance. Got it. Tony! Aye, sir! We're getting hazard pay for this, right? Tja, Leute, auf geht's. Hey, du wirst nur diesen Albedo-Typen da hinterlassen. Du bist ziemlich locker drauf, wenn du darüber nachdenkst, über die kritische Situation, in der wir uns befinden. Also, wo möchtest du hingehen? Beeil dich und sag's mir. Ich möchte eigentlich nirgendwo hingehen. Alles klar. Alles klar, das ist der Beweis dafür, dass man, nachdem man hier nach Proto Merkaba reist, noch überall hingehen kann. Das ist schon mal ein Hinweis, dem wir definitiv dann nachgehen sollten. Jetzt muss ich nur hier durch und dann können wir weitermachen, Leute. So. Oh, wieder schöne Musik. Die erinnert mich nur zu sehr an das Ganze hier. Ich finde das schon sehr kurios. Da sind Fallen aufgebaut. Dass hier keine Gegner sind, irritiert mich ein wenig. Oh oh. Roboter. Ich habe nichts gesagt. Hier sind Gegner. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Nicht, dass irgendeiner sagen würde, hier sind keine Monster oder so. Dann wollen wir doch mal hier durchgehen. Mal schauen, ob wir hier was finden. Ja. Habe ich dich jetzt irritiert? Riesenrobo? Komm, wir kennen euch ja noch nicht. Deswegen gehen wir mit euch in den Kampf. So. 2400 HP haben die. Ich habe Cosmos nicht umgerüstet. Verdammt. Ja, die Lost Symphony macht natürlich jetzt nicht allzu viel Schaden. Denke ich mal. Um. Ja, 270, das ist ja mal fast so gut wie gar nichts. Bin mal gespannt, wie viel das Bear Ray macht. Normalerweise hätte ich jetzt auch ganz fies sein können
Shion wieder umrüsten und den Erdekaiser ballern lassen. Aber das ist nicht meine Art, Leute. Bam! 1118 Schaden macht sie. Das ist nicht wenig. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn aber mit einer Cannon kaputt, den einen. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt da noch einen Crit raushauen. Boom! Ja, kriegen wir ihn. Sehr gut. Einen haben wir schon weg. Und er will hauen. Er will auch hauen, aber schlägt daneben. Haha. Ha. Ja, wen bereiten wir jetzt vor? Ich guck mal, was der Prelude to Battle abzieht. Das wüsste ich doch schon gerne. Wahrscheinlich nicht so viel, dachte ich mir. Aber ist ja auch kein Problem. Wir können ja außerdem auch mit Chaos wieder boosten. Wir pusten und boosten und pusten. Um ihn dann wegzuhauen. Bäm! Mein Gott, ist das Schaden. Das gefällt mir voll. Ja, gucken wir mal, ob wir den mit einer Cannon wegkriegen. Ich habe jetzt mit Cosmos jetzt sogar den Vorteil, dass wir nochmal gleich das Ganze machen können. Das gefällt mir. Bam. Beim letzten Gegner können wir durchaus mal versuchen, auf Bonuspunkte zu gehen, wie ich finde. So. Ja, komm, machen wir mal beide Angriffe hintereinander. Er wird ihn schon nicht kaputt kriegen. Denke ich einfach mal. Last Symphony und Moonlit Serenade kommen in Anschluss. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Boom. Naja, nicht sehr kritisch. Nicht sehr kritisch. Das dürfte er überleben. Ja, das dürfte er so oder so überleben. Ich hoffe nur, dass Shion jetzt auch einen Crit raushaut. Das wäre natürlich extravagant gut. Sehr schön. Das gefällt mir. Da drücke ich bei Facebook glatt. Gefällt mir. Pam. Boost nochmal zur Not. Mit der guten Shion, was allerdings nicht nötig sein wird. Denn der Gegner ist quasi kaputt. Und wir bekommen doppelte Punktzahl. Können wir auch gebrauchen. So, alle Systeme bereinigt. Sehr schön, das freut mich doch, Cosmos. So. Jetzt haben wir schon gesehen, was hier für Gegner rumrennen werden. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um diese Schatzkiste hier unten. Zack. Aufmachen. Defibrillatorweste wieder. Die brauche ich aber, glaube ich, nicht, denn wir haben soweit erstmal das, was ich benötige. Gut, gut, gut. Dann werde ich jetzt erstmal den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ja. Werden wir mal hier lang gehen? Ich weiß nicht, ob hier jetzt was... Ah, Moment. Hier kann ich Kisten kaputt machen. Da wisst ihr ja doch gerne, was hier hinter ist. Oh, oh. Ein Riesen-Gnosis. Gut, dass ich das gemerkt habe. Haha. Zwei sogar. Delfine. Delfine. Ja, mal gucken, was er mit einer Last Symphony anfängt. Last Symphony. Warum sage ich immer Lost Symphony? Keine Ahnung. Auf jeden Fall boostet der Gegner, nachdem man ihn angreift. Ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Er will nochmal angreifen. Naja. Hauen wir den mal so weg. Vielleicht haut ja wieder so ein Spell Ray so gut rein, wie er mit irgendwie 1,7 oder so. Das wäre natürlich richtig krass. 894 nehme ich auch. Habe ich kein Problem mit. Was? Moment. Oh, 600, das ist ja fast gar nichts. Das ist ja relativ wenig, was er sich heilt. Habe ich gesagt, dass ich vergessen habe, Cosmos wieder auszurüsten? Ich Pansenkopf? Natürlich habe ich das vergessen. Boom! Vielleicht war es das. Mit ein bisschen Glück. Nein, war es nicht. Okay. Alles klar. Hauen wir doch erstmal auf diesen Delfin drauf hier. Der boostet jetzt auch sofort. Was er aber jetzt macht, weiß ich nicht. Boom! Schöner Schaden. Jetzt darf Junior einen weghauen. Jawohl. Wenn er es schafft. Ich hoffe es einfach mal, dass er es schafft. Ein wenig Husten habe ich doch noch. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie die letzten Tage zuvor. Bam. War es das? Yes! Oh, zehnfache Punktzahl für diesen Gegner. Ich freue mich. Ich freue mich gerade wie ein Schneekönig. Du dai, du dai.
So. Gut, gut, gut. Zehnfache Punktzahl für einen von diesen Gnosis. Das ist schon relativ gut. Ich hoffe mal, da gibt es jetzt auch viele Punkte. Nicht? Weil sonst war das umsonst. Bäm! Stirb einfach. Stirb mir hier einfach weg. Dann sag ich nix. Bäm. So, dalle. Klack. Der ist weg. Mal gucken, wie viel kriegen wir. Ja, 88. Das ist doch mal, ne? Eine Hausnummer. Und wir kriegen Medkits. Sehr gut. Die habe ich ja so gut wie gar nicht mehr. Was ist eigentlich hier drin? Gar nichts. Aber hier ist eine Tür. Ich glaube, da muss ich noch gar nicht hin. Ich werde jetzt erstmal zurückgehen, liebe Freunde. Denn ich glaube, ich muss hier lang. Ich möchte das ganze Stockwerk erstmal erkunden, quasi. Und werde mal hier lang gehen. Da ist wieder so ein Roboter. Ich würde sagen, ich kümmere mich offscreen um den und wir sehen uns gleich wieder. Während ich die Gegner weghaue, habe ich natürlich ein bisschen was vorbereitet und ihr werdet gleich etwas sehen. Ich habe nämlich mal mir die Freiheit rausgenommen und Shion dem Swimsuit angezogen. Ja, nur Shion und Momo können den Swimsuit tragen. Muss man dazu sagen. Natürlich würde sie jetzt mehr Schaden bekommen, aber wir sehen, wie sie jetzt quasi in ihrem Badeanzug kämpft. Den Vorteil kennen wir ja schon, den dieser Badeanzug hat. Nämlich die Tatsache, dass sie mehr Bonuspunkte bekommen würde. Natürlich wird sie jetzt am Anfang sofort angegriffen, kriegt jetzt mehr Schaden. Ist jetzt halb so wild. Ich werde das jetzt erstmal von Anfang an mit ihr so weiter handhaben. Denn wenn sie mit dem Badeanzug rumläuft, kriegt sie natürlich mehr Tech-Punkte. Und mehr Tech-Punkte heißt mehr Bonus. Das ist eine Fähigkeit mit diesem Tech-Bonus, den man sich durchaus durch Hardcore-Zocken noch holen kann, aber ganz ehrlich, eigentlich brauche ich das gar nicht. So, vierfache Punktzahl für den Gegner schon mal, das ist doch mal toll. Ja, wir verteidigen das natürlich mit 63 Punkten ab, ist kein Thema. Ja, und ansonsten werden wir mal gucken, vielleicht dürfen wir gleich mit, ja, dem guten Fähigkeiten von Cosmos diesen Gegner endgültig killen, weil ich hoffe, dass er nach Shion dran ist. Ja, ich hoffe, dass Shion ist danach dran. Noch besser. Kann sie es selber machen. Sehr gut. Gefällt mir doch glatt. So, mal gucken. Der Swimsuit. Es kann nicht jeder einen Badeanzug tragen. Nur Shion und Momo können diesen tragen. Ich hab's auch versucht mit Cosmos, aber sie lässt sich das Ding nicht anziehen. Mal schauen. Es bekommt jeder, nee, doch nicht. Nur Shion bekommt nämlich den Tech-Punkt-Bonus. Kann man aber durchaus gut benutzen, gut gebrauchen. Wir haben jetzt gesehen, sie hat einiges an Tech-Punkte. Die wollen wir doch mal wieder verwenden, oder? So. Wir haben das Rainblade bekommen. Das ist ein... Moment. Ein Gegner, der auf... Angriff, der auf alle Gegner geht. Den werden wir doch mal gleich ausrüsten. Dann noch hier das natürlich pushen. Jetzt können wir die Tech zwar nicht machen, aber es wird ja schnell gehen. Und werden mal gucken, die Rainblade. Ja, ich würde eigentlich gerne den Spell Ray behalten. Aber ich guck mal, ich guck erstmal, wie die Rainblade aussieht. Zum Glück sind ja hier einige Gegner in der Nähe. Das heißt, ich werde einmal schauen, dass ich euch die Rainblade in Form dieses Kampfes hier einmal präsentiere. Werde nach der Rainblade rausschneiden. Und wir sehen uns dann im nächsten Kampf dann wieder. Wenn wir die Vorbereitungen getroffen haben, natürlich. Das ist ja das Gute an dieser ganzen Situation, die wir jetzt hier haben. Wir sind relativ gut vorbereitet, also ich fühle mich in dieser Situation, in der ich mich jetzt befinde, in diesem Spiel besser vorbereitet, als beim letzten Mal, wo ich das Spiel durchgespielt habe. Liegt natürlich jetzt auch daran, dass ich ungefähr noch wusste, was kommt und schon mir ein bisschen so einen Plan machen konnte. Muss ich dazu sagen. Während ich angerufen werde, das passt natürlich jetzt wunderbar. Ich würde sagen, bevor wir den Rainblade sehen, muss ich einen Schnitt machen. Bis gleich. So, Anruf getätigt. War nicht an mich adressiert, aber auch nicht schlimm. So, wir haben jetzt also den Rainbeam. Den möchte ich einmal sehen. Rainblade. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Ob ich den vielleicht sogar kenne. Ja, doch, den kenne ich. Ja, den kenne ich. Der ist zwar auch nicht schlecht, aber... Den müsste man ordentlich pushen, damit er gut was bringt.
Hat man ja gesehen. Obwohl, wenn man überlegt, der ist jetzt auf Level 1 und der andere Skill ist auf Level 11, also Spell Ray. Dann sollte man doch eigentlich sich die Mühe machen und mit dem Rainblade vorlieb nehmen. Bis der ein bisschen hochgepusht ist, kein Thema. Shion hat sehr gute Tags, was das angeht. Dadurch, dass es jetzt eben mal so kurz unterbrochen wurde, denke ich mal, soll ich den Kampf auch King Ende zeigen. So, zack. Wie, der lebt noch? Ja, dann haut Shion den mal mit dem A-Dragon. Ach, Cosmos den mit dem A-Dragon weg. Den habe ich nämlich auch neu. So. Das ist dieser Greifarm quasi. Und Feuer. 294, auch nicht viel Schaden. Nur damit man den auch mal gesehen hat. Genau. So. Wunderbar. Haben wir das auch weggemacht. Jetzt gucken wir mal. Wunderbar. Ich würde sagen, ich schaue mich noch ein bisschen hier auf dem Stockwerk um und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, Leute. Der komplette Bereich ist gereinigt. Viel konnte man hier nicht mehr machen. Außer hier ein bisschen geradeaus laufen. Dann rechts waren zwei Kisten, in denen, oder zwei Container, in denen war aber nichts drin und die Schalter können wir auch nicht betätigen. Hier wäre wohl noch ein Aufzug, der ist wahrscheinlich für später interessant. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal in die nächste Etage. So. Kurioserweise habe ich aber von dem Gegner, den ich gerade geplättet habe, noch nichts in meiner Aufzeichnung. Hm. Komisch, komisch. So, dann wollen wir mal. Was ist denn hier los? Oh, ganz viele Kisten da unten. Oh, ein Fließband. Okay. Wollen wir gegen das Fließband mal laufen? Das geht nicht. Okay, dann lassen wir uns vom Fließband treiben. So. Ah, okay. Ich kann mir schon denken, was hier ist. Wieder diese Gegner. Okay. Ich muss weg. Tschö. Leute, ich würde sagen, ich kümmere mich offscreen um die ganzen Gegner hier und wir sehen uns gleich wieder. So, die Gegner sind beseitigt. Ich weiß, das Video ist jetzt schon wieder einen Tacken länger, aber ich habe jetzt eigentlich vor, noch diesen Raum hier zu beenden. In der Zwischenzeit habe ich die Tech-Punkte bekommen, um für Junior den Soul Rhapsody und den letzten Skill noch zu bekommen. Also jetzt habe ich hier zwei Knöpfe, die ich betätigen möchte. Einmal hier. Schalter tötigen. Jupp. Einmal. Ah, da fährt was runter. Interessant, interessant. Und dann noch den anderen. Die beiden Schalter möchte ich erstmal betätigen. Haben wir das schon mal gemacht? So. Ja. So, hier. Ich, übrigens waren hier auch Gegenstände, wie zum Beispiel die Biosphere war hier. An dem Ort, wie auch. Oder zwei Biosphären, zwei Medkit DX und zwei Etherpack DX waren hier. So, jetzt könnte man hier noch weitergehen. Allerdings möchte ich jetzt erstmal noch in meinen Notizen ein bisschen was nachschauen, was ich jetzt machen muss. So, hier muss ich lang. Irgendwo müssten hier noch Knöpfe gewesen sein. Lalala. Moment, wo war das, wo die Etherpacks drin waren? Ich weiß das jetzt gar nicht. Das ist schlecht. Ach, vielleicht muss ich wieder zurück hier nach oben. Weil ich kann ja über dieses Fließband wieder nach oben gehen. Das ist ja immerhin etwas. Ab nach oben hier. Nö, da komme ich nicht hin. Moment, ist hier irgendwas, wo ich noch lang gehen kann? Ach, da! Da ist noch ein Knopf. Gut zu wissen. Vielleicht ist er jetzt auf der anderen Seite auch einer. Scheint jetzt auch was offen zu sein. Da war nämlich gerade auch, glaube ich, zu. Während gerade mal wieder bei mir ein Zug vorbeifährt. Ist momentan irgendwie ziemlich heftig, was hier so an Zügen entlang düst. Hier komme ich aber nicht lang. Das ist gar nicht toll. Kann ich hier irgendwas machen? Nö, hier kann ich auch nichts machen. Okay. So, dann wollen wir mal. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen irritierend. Normalerweise müsste hier irgendwo noch ein Schalter sein, wenn ich mich recht entsinne.
Ich habe mir doch nicht aufgeschrieben, dass hier irgendwo ein Schalter ist und dann ist hier keiner. Komisch. Moment. Sehe ich den vielleicht gleich, wenn ich da von dem Fließband nach oben langlaufe? Jetzt bin ich wieder ein bisschen verpeilt, was das angeht. Das ist ja wieder total mies. Hoch da. Gucken, ob ich von hier einen Schalter sehe. Nee, da ist eine Tür. Kein Schalter. Boilerig. Dann werde ich mir mal gucken, werde ich mal schauen, weil ich habe ja da einen Schalter gesehen, dass ich den mal betätige. So. Genau, hier waren nämlich, genau, hier waren die Ätherpacks drin. Aber hier ist kein Schalter. Warum schreibe ich mir denn auf, dass hier ein Schalter ist? Verdammt. Weil hier ist auch ein Schalter. Wenn ich den bitte. Ah, hier sind. Hier sind auch wieder zwei Schalter. Ich glaube, ich habe die falschen Schalter betätigt, Leute. Ich werde die nochmal umbetätigen. So. Okay. Ah, alles klar. Ich muss beide Schalter bitte. Ich muss alle Schalter betätigen. Ja gut, dann bin ich wieder im Bilde. Ja. Jetzt macht es langsam Klick bei mir. Logisch, dass ich das machen muss, weil jetzt werde ich wahrscheinlich hier einige Wege freischalten. So. Okidoki. Haben wir das doch mal gemacht. So. Das heißt ja, normalerweise müssten wir das jetzt erledigt haben. Und können jetzt wieder nach oben gehen. Oder ist jetzt hier ein Weg irgendwo frei, der abgesperrt war? Ich denke nicht, dass hier jetzt irgendwas abgesperrt war. Nö. Dem war auch nicht so. Alles klar. Dann werden wir uns mal wieder nach oben begeben. Diesmal in Form von Leiterklettern. Aber ist das schön. So. Dann mal hier lang wieder rüber. Jetzt sind wir hier, ist die Brücke da. Oh, hier fehlt sie jetzt. Das ist natürlich nicht so schön. Merkwürdig. Merkwürdig. Das ist jetzt doof. Ich glaube, ich muss einen Schalter nochmal drücken. Weil irgendwie ist die Brücke ja weg, ne? Ich wollte ja eigentlich die Brücke komplett da haben, aber irgendwie ist sie nicht komplett da. Ist natürlich jetzt richtig blöd. Ich glaube, ich werde den Schalter nochmal betätigen. So. Gucken, was der jetzt macht. Der fährt die jetzt wieder hoch, die Platte. Das ist gut. Und die ist auch oben. Alles klar. Dann müssen wir ja eigentlich ohne weiteres jetzt da oben weiterkommen. Schön, schön, schön. Dann hat es ja doch geklappt. Brr, ich dachte schon, jetzt wäre ich aber ein bisschen verwirrt. So. Alles klar. Dann wollen wir mal hier lang gehen. Und durch die Tür. Aufzug benutzen. Wo uns dieser Aufzug hinführt, werden wir beim nächsten Mal sehen. Wenn wir bei Xenosaga Episode 1 in Protomercaba ein bisschen weiter rumstöbern. Bis dahin, sprach der Ravenite nimmermehr.